Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es mal ein bisschen Herrschaft und zwar auf der Map Strike Zone. Das Ganze ist ein Zerficker Gameplay. Das heißt, Mr. Schlange hat mal wieder den Controller in die Hand genommen und hat mal ein paar Gegner hier zerschnetzelt und das aber richtig extrem. AK-12 befindet sich im Koffer zusammen Fingerfertigkeit, Stalker, Plünderer, Totenstille, Verstärker, Abschussserien auf der 7 die Trinity, auf der 9 der Kampfhedi und auf der 12 der Hedi-Pilot. Und Freunde, hier, plus 300, das ist ein 300-plus-Gameplay, was hier heute mal rumgeschnibbelt wird. Natürlich nicht vom Schlange selber, aber der Schlange hat über 100 Kills gemacht und da ziehe ich meinen Hut vor, liebe Freunde. Selbst Call of Duty hat nicht damit gerechnet, beziehungsweise Infinity War, hat nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal irgendein Spieler auf die Idee kommen wird, über 100 Kills in einem normalen, regulären Spiel zu schaffen. Das erkennt man daran, dass die Punkteanzeige, beziehungsweise das Scoreboard, was ihr oben rechts eingeblendet seht, dass das nur bis 99 geht. Und eine witzige Aktion der Schlange schrieb mich an, Krieger, hast du Bock auf ein 100+? Ich so, ja, er damit! Lass rüberwachsen. Und ja, dann kam so, ja gut, alles klar, schicke ich dir rüber. Dann hat er sich nochmal angeschaut und ja, hat mir nicht so ganz gepasst. Ich habe einfach mal ein neues gespielt. So, hier, das, was ich gestern erspielt habe, hat mir nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich einfach mal ein neues erspielt. Ja, mal eben ein 100+ in Ghost. Aber davor ziehe ich meinen Hut. So, ansonsten, liebe Freunde, Abo treffen. Ja, da wird noch ein weiteres Video zu kommen. Und zwar, ich sag nur erstmal, am 28. Februar. Am 28. Februar macht der Commander ein Abo-Treffen. Und zwar in Hamburg. Da sind noch weitere Leute mit dabei. Wer dabei ist, das werdet ihr dann in einem weiteren Video erfahren. Auf jeden Fall, ich sag euch schon mal so ungefähr, wo das stattfinden wird. Beziehungsweise genau, wo es stattfinden wird. Und zwar zwischen der Kennedy-Brücke und der Lombardsbrücke. An der Binnenalster, das ist vom Hauptbahnhof in Hamburg ungefähr 15 Minuten Fußmarsch. Wenn ihr das bei Google Maps eingebt, dann seht ihr diese beiden Brücken und wir treffen uns aus der Google Maps Seite, also sprich Norden ist oben, auf der linken Seite der Alster oder diesem kleinen Kanälchen, was da sein soll. Und ja, da treffen wir uns. 2 bis 3 Stunden werden wir ungefähr, denke ich mal, da rumhängen mit euch. Werden natürlich ein paar coole Aktionen auch noch machen. Das heißt, die Leute fragen immer, was kann man bei so einem Abo-Treffen machen, außer sich den Finger ins Ohr stecken. Ja, da gibt es auch viele tolle Möglichkeiten. Und zwar, man kann zum Beispiel eine Kamera mitnehmen, liebe Freunde. Und dann könnt ihr, das ist so auch mal so ein, zum Beispiel für einen österreichischen Kanal, der momentan unter jedes meiner Videos rumspammt, komm doch mal auf meinen Kanal, wir machen auch tolle Videos. So, okay, für den Österreicher wird es ein bisschen schwieriger werden, aber die Leute aus Hamburg haben die Möglichkeit und Umgebung, mit ihrer Kamera irgendeinen Kanal-Trailer aufzunehmen, ein Interview zu machen, was weiß ich. Auf jeden Fall können ja auch die Commander Krieger in die Tags hauen und was weiß ich. Und so vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für euren Kanal gewinnen. Ansonsten sind natürlich Fotos, Fragen, Antworten, ein bisschen privates Gequatsche, Autogramme, alles am Start. Und ja. Also ich freue mich drauf, das wird auf jeden Fall cool. Zwischen Kennedy-Brücke und Lombardsbrücke, da ist so eine kleine Promenade, sieht das zumindest auf Google Maps aus. Und da wird das Ganze stattfinden. Ich glaube, da hat iBladi auch schon mal ein Abo-Treffen gemacht mit Equime, Lord Abaddon, alle waren da. Alle, das ist die YouTuber-Brücke, so. So, auf jeden Fall, da treffen wir uns. Da werde ich auch so schöne Sachen machen. Ich werde den zur Streaming mitbringen. Das ist dieser Stinkefisch und habe damit natürlich auch was Witziges vor. Das ist der Bro bei Brown Twilight ist at home futtern darf. Gut, ansonsten, nächstes Abo-Treffen wird dann im März stattfinden, liebe Freunde. Ende März befinde ich mich in Wien, in Österreich. Und werde bei der EPT teilnehmen. Der ein oder andere, der mich auf Facebook geliked hat und mir da folgt, weiß das Ganze ja schon. Ich wurde nämlich auserwählt für ein Sponsorship von PokerStars. Und PokerStars sponsert mir die EPT, das heißt, ich kriege Flug bezahlt. Das Ticket für das Turnier, das kostet, glaube ich, jetzt haltet euch fest, 5.000 Euro. 5.000 Euro kostet der Buy-in für dieses Turnierchen. Und da habe ich die Möglichkeit, einen ordentlichen sechsstelligen Betrag abzuräumen. Aber seien wir mal ehrlich, ich würde es mir natürlich wünschen, aber ich glaube, das wird nicht so einfach. Egal, auf jeden Fall, ich werde natürlich mein Bestes geben und werde auch noch zusätzlich ein Abo-Treffen raushauen. Aber ihr könnt auch was gewinnen, liebe Freunde. Und zwar
Pokerstars hat natürlich nicht so viel davon, dass ich jetzt für die spiele, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da ja den ersten Platz mache, ist doch schon ein bisschen geringer. Wobei, ich werde mich anstrengen. Das heißt, ja, ich werde hier kein Frischfleisch sein, aber ihr habt die Möglichkeit, daran auch teilzunehmen. Und zwar, ihr findet auf meiner Facebook-Seite einen Link. Den werde ich heute Abend, ich denke mal so um 18 Uhr, nochmal posten. Und zwar, ihr könnt euch bei einem Free-Roll-Turnier, einem kostenlosen Turnier, könnt ihr euch qualifizieren. Ihr müsst allerdings 18 Jahre alt sein. Das ist schon mal eine ganz wichtige Herausforderung für euch. Es dürfen nur 18-Jährige teilnehmen, beziehungsweise Leute, ja, die das Alter überschritten haben. Da ist egal, ob eure Mama sagt, das dürft ihr. Nee, ihr müsst über 18 Jahre alt sein. Und dort gibt es, wie gesagt, ein Free-Roll-Turnier und die ersten 45 Leute kommen ins Finale. Und die drei Besten aus dem gesamten Finale, die werden eingeladen von PokerStars nach Wien am, ich glaube, 23. und dürfen dann gegen mich zocken. Und sollte man da auch nochmal das Glück haben und mich tatsächlich schlagen, was verdammt schwer ist, dann kriegt ihr von PokerStars ein Turniereintritt für ein Side-Event gesponsert im Wert von 1.100 Euro, Übernachtung, Hotel und allem drum und dran. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und alles, was ihr bei diesem Side-Event gewinnt, ich glaube, da geht's, wenn nicht sogar in den sechsstelligen Bereich, aber auf jeden Fall garantiert im fünfstelligen Bereich sollte das eigentlich sein. Also das Turnier, der Hauptpreis. Das heißt, wenn ihr den ersten Platz macht, solltet ihr eigentlich schon einen fünfstelligen Betrag bekommen. Und das ist doch mal eine geile Aktion. Also da, boah, Lachs, wünsche ich euch. Viel Glück. Und ja, wie gesagt, ihr merkt es schon, der Commander-Krieger ist heute so in... Das Commentary hat hier überhaupt gar kein festes Thema, überhaupt gar keinen festen Bezug. Wenn ich hier den Schlange rumhüpfen sehe, ja, ist klar, weißt du, sowas muss ich mal haben, den Gegner vor der Nase weghüpfen, ja, daneben messern und trotzdem noch den Kill machen. Schlange FTW. Aber, ja, heute ist Pimmeltag, liebe Freunde. Heute ist der Commander-Krieger Pimmeltag. Warum, wieso, weshalb? Heute wird einfach nur rumgepimmelt. Heute mache ich gar nichts. Ich habe meiner Freundin gesagt, Freitag war ich wirklich platt. Ich bin nach Hause gekommen, so, und ich habe gesagt, hör mal, Wochenende ist Kriegerwochenende. Da mache ich nüs. Ich mache gar nichts. Geh einfach hin und wenn ich pennen will, dann penne ich. Und wenn ich gammeln will, dann gammel ich. Und wenn ich futtern will, dann futter ich. Ich mache nüs. Ich werde meine Telefone abschalten und ich möchte nur benachrichtigt werden, wenn irgendwas extrem krasses passiert. Und unter extrem krass verstehe ich es, wenn ein Flugzeug ins eigene Haus kracht und das Haus abbrennt oder bei Verletzungen oder Krankheiten. Das sind die einzigen Punkte, wo man mich heute kontaktieren darf. Schwangerschaft wäre auch noch erlaubt, aber das ist nicht möglich derzeit. Gut, und daher, das sind die einzigen Erlaubnisse oder die einzigen Punkte, wo ich heute gestört werden darf. Denn heute um 13.30 Uhr spielt die Fortuna noch zusätzlich. Die wird heute gegen Bochum erstmal schön auf die Fresse kriegen, vermute ich. Ich hoffe es nicht, aber ich vermute es. Danach werde ich mich, ja... Was werde ich danach machen? Ich werde auf jeden Fall heute Abend um 20 Uhr sind Clan Wars. Wir haben momentan Clan Wars. Und die App, ohne Scheiß, Freunde. Die App von Call of Duty ist mal so kacke. So richtig scheiße, das Teil. Wir wollten gestern schön gemütlich Clan Wars machen. Was ist? Die App abgeschmiert. Die Leute zocken. Wir wissen nicht, was wir spielen sollen. Winsel, Winsel, Rapinsel. Nichtsdestotrotz, ja, Clan Wars sind. Und da spielen wir heute in der Diamant-Division. Wer hätte das gedacht? Der Opto-behindert bis Clan. Ihr seht es hier schon am Trappi, der hier schon den roten Clan-Tag hat, zusammen mit Mr. Schlange. Ja, wir gehen in die Clan-Kriege und das Ganze in der Diamant-Division. Respekt! Und mal schauen, vielleicht rennen wir irgendwann bald hier mit einer gelben Waffe rum. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten habe ich eigentlich, es wird jetzt, die Tage wird noch ein Duel-Commentary kommen. Ja, ein Duel wird mal wiederkommen. Freue ich mich auch schon drauf. Was gibt es denn noch? Ja, Zoo Tycoon habt ihr ja mitgekriegt. War sehr enttäuschend, meiner Meinung nach. Dann, was macht der Krieger überhaupt in Hamburg? Auch ein Thema, über das ich mal schwatzen könnte. Könnte, theoretisch. Aber ich werde auf jeden Fall, werden dort ein paar Projekte aufgebaut. Unser Netzwerk, also Game Insight, hat ja fusioniert mit der Tube Agency. Das waren die Jungs Alberto, Simon Desio, Außenseiter, Flying Uwe und Co. Und wir haben fusioniert und sind jetzt Tube One Network. Nicht YouPorn, nein, Tube One Network.
Und die haben in Hamburg eine Niederlassung und da wird dann eine richtig coole Aktion geballert, die ich mir so überlegt habe. Und das wird, denke ich mal, ziemlich ordentlich. Gut, des Weiteren, ich möchte nicht sagen, was ich da genau machen werde, weil das ist noch ein bisschen Surprise, Bitch. Ja. Um einen guten alten Daifi-Sack an dieser Stelle zu grüßen. COD Ghost Turnier, liebe Freunde, arbeite ich auch momentan dran und das ist wirklich was ordentlich. Ich bin momentan an den Sponsorships dran, zum Beispiel, um jetzt einfach mal so einen Namen rauszuknüppeln, Anywhere. Elgato steht schon fest, Sony PlayStation steht schon fest, dass die mit dabei sind für das große Ghost-Turnier. Es wird so sein, dass eigentlich jeder daran teilnehmen darf. Ihr braucht nur die Erlaubnis eurer Eltern, wenn ihr über 7 Jahre alt seid. Und solltet ihr über 16 sein, ist das eh okay, aber trotzdem dann nochmal die Erlaubnis holen, bis ihr wirklich 18 seid. So, ansonsten kann eigentlich jeder daran teilnehmen. Und das Finale, daran arbeite ich auch noch, dass das Ganze in Köln stattfinden wird, dass die Finalisten ein Zugticket bekommen, ein Hotel bekommen und dann gemütlich in einer großen Halle mit Publikum zum Finale antreten können. Das ist auf jeden Fall eine Menge Planung, die da eingeht. Ich denke mal, dass wir Ende März, Anfang April anfangen können mit den ersten Anmeldungen. Zumindest ist das so der Plan, oder vielleicht schon ein bisschen früher. Dass wir dann auf jeden Fall anfangen können mit den Anmeldungen, dass ihr euch anmelden könnt. Ihr habt dafür doch 2 Monate Zeit, dass auch ein paar Leute dabei sind. Und dann ab Mai geht das Ganze los. Mitte Mai, denke ich mal, wird das Ganze losgehen. Eine vollendete Planung. Ihr werdet dann in bestimmte Gruppen zugeteilt. Vielleicht ist der ein oder andere größere YouTuber ja dabei, dass ihr die Möglichkeit habt, eine Bounty zu holen. Sprich, dass ihr, wenn ihr ihn, was weiß ich, das vierte Mal abknallt, gewinnt ihr noch eine Elgato zusätzlich. Also es wird auf jeden Fall ein richtig cooles Turnier. Hab schon eine Menge Helfer, viele Leute aus dem ODBB-Clan helfen mir, ein paar Helfer werde ich mir noch so organisieren. Ihr braucht euch da bitte nicht bei mir melden, das kriege ich alles schon so hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wenn euch das alles so gefallen hat und auch mal richtig geil. Ich glaube 104 oder 107 Kills waren das jetzt, die der hier rausgeknüppelt hat. Dazu noch ein spannendes Gameplay, 200 zu 195, also richtig lecker. 104 oder 107 zu 7 ist schon richtig geil, dazu noch gewonnen. Glückwunsch an Mr. Schlange, vielen Dank für das Gameplay. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen geilen Gammelsonntag, einen geilen Commander-Krieger-Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Gut, Schuss. Adieu.